Guten Morgen allerseits. Während ich im Bad war und meine Haare gewaschen habe, hat sich Lotte schon mal in der Küche selbst bedient. Ach nee, und was habt ihr gemacht? Ihr habt eine Karotte rausgezogen. Hallo allerseits, ich bin gerade dabei, die Wohnung zu putzen. Die Hasen hüpfen draußen. Und ihr seht schon, ich habe hier Disco-Beleuchtung. Meine eine Lampe, die flackert die ganze Zeit. Die wird hell, dunkel und jetzt habe ich irgendwie Angst, dass die explodiert. Wahrscheinlich brennt die jeden Moment durch, schätze ich mal, aber man wird ganz dammisch im Kopf, wenn das Ding die ganze Zeit an, aus geht. Ich habe hier richtig, man sieht es hinten bei der Badezimmertür, ich habe hier richtig Disco-Feeling in der Wohnung. So, jetzt ist die Lampe komplett durchgebrannt, aber ich denke, es geht noch vom Licht zu weit. Eigentlich wollte ich ja heute mein Süßigkeiten-Testen-Video für Montag für meinen Beauty-Kanal drehen. Wenn ich dann Geburtstag habe, dachte ich, wäre schön, wenn an meinem Beauty-Kanal ein Video angeht. Aber ich habe es zeitlich nicht eher geschafft und jetzt ist es schon wieder so dunkel, dass ich nicht mehr filmen kann ohne Softboxen. Dafür werde ich jetzt einkaufen gehen, also nicht dafür als Ersatz, aber ich gehe jetzt auf jeden Fall einkaufen und mache meinen Wocheneinkauf und ich wasche noch eine Trommelwäsche. Mein Bett habe ich auch noch frisch bezogen. Bruno hat sich etwas geschmückt. Ich war jetzt einkaufen ein bisschen später als geplant, weil ich habe mich gerade angezogen, da habe meine Nachbarin angerufen und beziehungsweise sie hat mir erst eine Nachricht geschrieben, dann habe ich sie, ich habe es nicht gleich mitbekommen, dann habe ich sie angerufen, dann ja auf jeden Fall haben wir wieder versucht, das Kleine mit den anderen beiden zu vergesellschaften und auch die ist so süß. Die anderen beiden auch, aber so kleine, die sind natürlich immer besonders süß. Naja, auf jeden Fall bin ich jetzt einkaufen und ich wusste die ganze Zeit nicht, was ich mir heute zum Abendessen machen soll, weil jetzt ist es eigentlich schon so spät, dass ich keine Lust habe mehr zu kochen, weil ich auch noch den Daily Vlog schneiden muss. Und dann habe ich mir gedacht, ich habe ja noch Wienerler daheim und jetzt habe ich mir einen Kartoffelsalat mitgenommen. Und ja, dann gibt es Wienerler mit Kartoffelsalat. Lotte muss gleich gucken. Hast du Hunger? Ja, es ist Abendessenszeit. Abendessenszeit ist, hm? Ja, ich habe auch Hunger, mein Schatz. So. Oh. Wie süß. Ich habe auch was für euch mitgebracht, ja. Ich habe hier hinten noch meine Bettwäsche. Ach, ich habe hier eine Wäsche durchgelassen. Die ist da jetzt schon seit Ewigkeiten drin. Ach, das habe ich ja komplett vergessen. Die muss ich noch aufhängen. Jetzt bin ich am Überlegen. Nee, ich gehe jetzt nicht mit den Schuhen durch die Wohnung. Ich habe nämlich alles gesaugt und gewischt. Jetzt bin ich am Überlegen, also ich habe Hunger. Aber ich glaube, ich schneide zuerst den Daily Vlog. Weil für mich ist immer Abendessen. Excuse me. Für mich ist immer Abendessen, ich habe es geschafft, jetzt entspanne ich und ich glaube, ich schneide zuerst den Daily Vlog für morgen Abend und esse dann zu Abend. Ich glaube, ich esse jetzt vorher nur ein bisschen Obst und dann mache ich mir mein Abendessen und die Babys kriegen jetzt schon was, weil es ist die Zeit. Und ich habe übrigens zwei neue Süßigkeiten gefunden. Ich habe im Moment voll viele Süßigkeiten und ich habe es ja heute nicht geschafft, das Video zu drehen, aufgrund des Lichts. Ich brauche echt Softboxen und so ein Zeugs. Oh, mir tun voll die Oberschenkel gerade weh. Voll die Muskelkater. Ja, auf jeden Fall brauche ich unbedingt Lichter, damit ich nicht so an das Tageslicht gebunden bin. Vor allem jetzt zu der Zeit, wenn es ein drüber Tag ist, dann ist es so oder so dunkel bei mir in der Wohnung. Deswegen brauche ich unbedingt Softboxen, damit ich halt auch mal abends wieder ein Video drehen kann. Oder wenn es draußen halt ein dunkler Tag ist, auch wenn es Tag ist, aber dass ich halt dann ein Video drehen kann, weil ich hätte das heute echt gerne gemacht. Und vor allen Dingen bin ich doch auf diese ein und zwei Süßigkeiten so gespannt und jetzt habe ich wieder zwei Süßigkeiten und auf die eine Sache bin ich auch sehr, sehr gespannt. So, jetzt habe ich hier einen Berg gewaschener Wäsche liegen, die ich erstmal aufhängen muss, dann verräume ich meine Einkäufe, dann kriegen die Babys was zu essen, dann mache ich die Linse raus, dann schneide ich den Daily Vlog. Und dann gibt es für mich Essen. Vielleicht dusche ich noch vorher, damit ich wirklich die komplette Entspannung habe dann beim Essen. Und dann kann ich noch was schauen.
konnte gestern nicht mal meinen Sturm der Liebe schauen, also kann ich heute eigentlich zwei Folgen schauen. Aber hier ist dieses Gypsy. Aber ich weiß nicht, ob sich das zeitlich noch ausgeht. Naja, jetzt erstmal alles der Reihe nach abarbeiten. Und ich habe noch kein Türchen. Oh, jetzt fällt da hier alles auseinander. Ich habe noch kein Türchen von meinem Adventskalender aufgemacht. Ah, meine Oberschenkel, oh mein Gott. Ich bin jetzt doch zu lange auf den Knien gesessen. So, also heute ist der, keine Ahnung, 8. Das ist der 6., 5, 7, ja. Das muss heute der 8. sein. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht erinnern, dass ich gestern ein Türchen aufgemacht habe. Ach, wie süß. Eichhörnchen. Vielleicht ist ja heute auch schon der 9. Ja, heute ist der 9. Ha, ich darf noch ein Türchen aufmachen. Und zwar hier. Ich finde den Adventskalender echt so, so schön. Und ich finde das so lieb von meiner Kollegin, dass sie mir den geschenkt hat. Den werde ich auch aufheben und den werde ich jedes Jahr wieder aufhängen. Weil der ist schon, einfach mit dem Bild ist der schon so schön. So, das ist die 9. Babys. Ich habe mir jetzt schon mal meine Nachspeise rausgeholt. Und zwar gibt es ein Stück Sahnerolle Erdbeere und ein Stück Sahnerolle Zitrone. Und ich glaube, mir schmeckt jetzt Erdbeere doch besser als Zitrone. Ich konnte mich ja die ganze Zeit nicht entscheiden, was ich jetzt lieber mag, ob Erdbeere oder Zitrone. Aber ich glaube, Zitrone schmeckt mir doch ein kleines bisschen besser. Aber ich mag beide ganz gerne. Und Zitrone ist auch dicker, sehe ich gerade. Naja, das ist meine heutige Nachspeise und die lasse ich jetzt schon mal auftauen, damit sie nachher aufgetaut ist und ich sie gleich essen kann. So, Eier kochen, die gibt es dann noch. Und hier ist mein Kartoffelsalat und die Wiener, das sind noch im Ofen, die muss ich nachher noch also kochen halt. Und die Babys sind am Futtern. Ist das fein. Ja, ist das fein. Und da ist Emily und hat sich eine Karotte gerettet. Gell? Ja. Schaut sie an, hüpft sie mit ihrer Karotte weg. Ha, ich nehme die dir doch nicht weg, mein Schatz. Oh, meine Oberschenkel. Gott, was habe ich gemacht? So, meine Mama dachte übrigens mal in einem Video, das war so lustig, da hätte ich die Kamera aufstellen müssen. Es gab schon so viele Momente, da habe ich gedacht, ach, was für ein Pech, dass ich da die Kamera nicht anhatte und es nicht für alle Ewigkeit festgehalten habe. Und zwar gibt es ein Video, das war so lustig, da meinte sie, da ruft sie mich an und meinte, ob ich in Ohnmacht gefallen bin. Ich so, nein. Sie so, sag mir die Wahrheit, du bist in Ohnmacht gefallen. Ich so, ich weiß nicht, wovon du redest. Und es ging irgendwie darum, in einem Video, da habe ich mich hingesetzt und dabei habe ich irgendwie ganz komisch die Augen verdreht. Und es sah wirklich sehr komisch aus. Ich habe das gar nicht gesehen. Weder beim Schneiden noch hinterher nochmal beim Kontrolldurchschauen. Und von euch ist es auch niemandem aufgefallen, aber meiner Mama ist es aufgefallen. Und sie meinte, ich wäre da in Ohnmacht gefallen, aber ich kann auch nicht während des Filmens mit der Kamera in der Hand in Ohnmacht fallen. Also ich habe mich da einfach so schnell hingesetzt, dass es ausgesehen hat, als würde ich irgendwie so absacken und dann habe ich irgendwie die Augen komisch verdreht. Naja, also ich beende jetzt den Vlog und werde ihn auch gleich im Anschluss schneiden. Ich muss unbedingt schauen, dass ich heute eher ins Bett komme. Ich war nämlich heute früh so gerädert. Und ich war irgendwie eigentlich bis abends ziemlich müde und richtig kaputt und ich hatte Kopfschmerzen und also ich glaube, die hatte ich gestern Abend schon, aber die waren heute früh nicht weg und ich war einfach richtig gerädert und ich merke, es ist für mich nichts mehr, so spät ins Bett zu gehen. Und ich habe ja auch die letzten Nächte so schlecht und auch wenig geschlafen und bin da auch viel zu spät ins Bett gekommen und ich kann nicht mehr reden. Hunger und ja, Hunger macht sich bemerkbar. Deswegen muss ich heute unbedingt schauen, dass es nicht wieder so spät wird. Und deswegen muss ich jetzt den Vlog beenden, damit ich den schneiden kann und damit ich dann meinen Abend essen kann und alles. Und ja, dass sich das halt nicht zu sehr nach hinten rauszögert. Wir sehen uns morgen wieder um 19 Uhr. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis morgen.